Und ja, es ist schon wieder dunkel. Könnte ich noch mal gucken? Eigentlich auch über die Editor-Kamera ist. Wahrscheinlich. Funktioniert die nur im Editor. Aber ja, leider nichts mit Gamma. Auch nicht beim Gameplay. Okay, weiter machen. Na, die Hälfte haben wir schon mal. Von der Fläche auch jetzt.
Dumm. Das kriegen wir auf jeden Fall noch gefüllt. Ob wir das noch ganz gefüllt kriegen in der Aufnahmesession, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist nämlich jetzt das dritte, was wir füllen. Also 4,5 so und keine Ahnung wie viel so. Naja, mal sehen. Ja, leider kann ich gerade auch nicht wieder viel erzählen. Ah, wir sind bald fertig mit dem hier noch. 32. Sehr schön.
Okay, jetzt geht's wieder los. Die da habe ich fast verpennt. So. Du als nächstes. Oh, und das geht diesmal nicht von alleine weg. Ja. So. Gut, drittes Teil schon mal gefüllt. Ah, es ist noch gut hier was übrig an dem Berg. Dann müssen wir ja noch den Rest des Berges erst wegmachen, bevor wir dann den Berg wegmachen können. Und es wird wieder Tag, sehr schön. Wir sehen langsam mal wieder was. Aber ja, wie gesagt, das werden wir heute nicht mehr schaffen in dieser Aufnahmesession.
Ja, wenigstens klappt das und macht bis jetzt noch keine Probleme mit dem Höhenunterschied. Also das hatten wir ja gerade hier an den Außenbereichen, vor allem hier in dem Bereich, dass ich immer gucken musste, dass ich das hochkriege. Also eine blaue Fläche, keine gelbe Fläche hatte. Aber zum Glück dank der Mauer vor allen Dingen scheint das ja hier recht gut zu klappen. Ja, ich würde aber dabei sagen, es ist mal wieder soweit. Leider, leider. Nicht die Grundfläche überschreiben, das wäre eine Katastrophe. Ich muss mal gucken, dass ich die irgendwo wegspeichere auf einen USB-Stick oder so. Dass wir sie sicherheitshalber haben, wenn man Saves von Castle Story überhaupt so wegspeichern kann. Also, Projekt 2, Save Override. Dumm. So, und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.